Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein kosmetikvolles Try-On-Haul, gleichzeitig auch einen Test von neuen Produkten, zum Beispiel der CC Perfecting Foundation von Revolution Pro und zwei Concealern und Lidschattenpalette und. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Video wird es auch eine Verlosung geben. Was es zu verlosen gibt oder zu gewinnen gibt und was du dafür tun musst, sage ich dir gleich im Laufe des Videos. Genau, ich habe bei Cosmetic for Less bestellt, als es diese Aktion gab mit den Osterhasen suchen Geschichte, sprich zu Ostern. Und ich habe alle 4 Osterhasen gefunden, yay. Und ja, die Sachen, die man da bekommen hat, war so ein Nagellack, den ich ja ganz hübsch finde von der Farbe, so rosa, von Pro Artist, die HD Light Palette, nee, von Freedom ist das die Palette. Ich glaube, das ist eine Highlighter-Palette. Dann von Essence Darkening Make-up Drops, das sind diese hier. Und dann gab es auch noch von Essence Into the Snow Glow eine Glitter-Peel-Off-Maske. War nicht so spektakulär, wie ich gehofft habe. Ich dachte, wenn man die Osterhasen findet, dass man irgendwie eine Lidschattenpalette oder sowas bekommt. Da bin ich immer eher Fan von. Okay, während ich jetzt so quatsche, trage ich mir zuallererst einen Primer auf. Das ist einfach einer, den ich aktuell in meiner Aufbrauchengeschichte habe. Das ist aus dem Douglas Adventskalender einer. Heute ist es sehr, sehr warm. Und ja, gleich werden wir mit Sammy eine Runde spazieren gehen. Es ist heute der 18. April. Ich habe hier übrigens eine Sonnenallergie, falls ihr euch darüber wundert. Das wird auch nicht überschminkt oder so. Es ist einfach da, das sind so trockene Stellen. Und die lasse ich auch einfach da, wo sie sind. Ne? Das sollte man jetzt nicht irgendwie allzu sehr irritieren, um ehrlich zu sein. Das kenne ich ja, habe ich jedes Jahr. Es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr werden. So ist einfach meine Haut. Okay, ich habe mir die CC Perfecting Foundation mit Lichtschutzfaktor 30 geholt. Deswegen habe ich nach meiner regulären Tagespflege auch keinen Lichtschutzfaktor aufgetragen, weil ich die jetzt ja verwenden werde. Ich habe die in der Farbe F1 geholt. Ich bin sehr gespannt, ob das passt. Ich musste eben ein bisschen lachen, als ich die Übersetzung gelesen habe. Hier steht nämlich auf Deutsch feuchtigkeitsspendender Primer. Ich glaube nicht. Ich glaube, das soll wirklich eine CC Cream, sprich eine Foundation sein. Hier hinten steht es auch drauf, Foundation, aber auf der Umverpackung steht Primer. Ich fand es ein bisschen ulkig. Die ist feuchtigkeitsspendend. Das ist eine reichhaltige Foundation, die Hyaluronsäure und Kollagen enthalten soll und Antioxidantien. Hört sich alles sehr, sehr nett an. Die kommt hier in der Tube, aber gleichzeitig hier oben mit dem Spender. Finde ich sehr, sehr schick. Pumpe ich mir mal was raus. Ja, die Farbe könnte passen. Es ist ziemlich dickflüssig, ne? Oh, doch, doch. Das passt wohl. Es ist wirklich sehr dickflüssig, sehr fest. Ich arbeite das jetzt mal ganz schnell mit meinem Beauty Blender ein. Hallo, ich bin ein Geist. Weil ich das Gefühl habe, dass die sehr stark antrocknet. Natürlich ist das Schwämmchen angefeuchtet. Holla die Waldfee, da muss man ein bisschen mehr Arbeit jetzt reinstecken, das einzuarbeiten, weil das halt sehr, sehr pastig ist. Wahrscheinlich ist diese Technik mit erst mit Pinsel auftragen und dann einarbeiten nicht die beste Idee gewesen. Ich nehme sie jetzt für den Hals mal so ein bisschen mit dem Beauty-Schwämmchen direkt auf und trage mir das auf. Ja, das funktioniert definitiv besser. Ich habe jetzt für mein Gesicht 2 Pumphübe verwendet. Sie hat wirklich Color Correcting gemacht, das heißt, sie hat die verschiedenen Hautfarben in meinem Gesicht angepasst, weil ich habe ja sonst ein paar Rötungen. Meine Nase ist immer so ein bisschen dunkler als alles andere. Das hat alles wirklich zu so einer Leinwand gezaubert. Jetzt von der Nähe sehen wir, dass es doch ziemlich trocken auf dem Gesicht aussieht. Ich finde nicht, dass es feuchtigkeitsspendend sich anfühlt. Sie ist schon mit einer mittleren Deckkraft unterwegs. Also sie hat, wie gesagt, einiges abgedeckt. Man sieht hier aber schon noch so Big Ben Flecken durch. Man sieht Sommersprossen durch. Man sieht Rötungen durch hier am Kinn. Ich finde, an der Nase sitzt sie nicht ganz so optimal. Gerade auf der Nase ist das nicht so schön. Das hat sich ein bisschen eher auf die Nase draufgesetzt, als dass es sich in die Haut eingearbeitet hat. Einarbeiten lassen hat. Ja, ansonsten auf trockene Stellen setzt sie sich auch relativ normal und schön ab. Das ist halt einfach so. Aber wenn man halt so sich so Flächen anguckt, finde ich, sieht es gut aus. Es hat sich nicht in irgendwelche Poren reingesetzt. Sie sieht gut auf der Haut aus, hat einen leichten Glow gegeben und hat sich auch schön mit der Haut verbunden. Ja. Vielleicht müsste man tatsächlich unter dieser Foundation, wenn man so trockene Haut hat wie ich, nochmal eine richtig heftige Feuchtigkeitscreme
sich drunter geben. Oder nochmal zusätzlich einen mega feuchtigkeitsspendenden Primer. Den Primer, den ich verwendet habe, den von Douglas, das ist eher ein porenverfeinernder Primer und weniger ein feuchtigkeitsspendender Primer. Aber ich habe mir gedacht, wenn die CC Cream schon so feuchtigkeitsspendend sein soll, mache ich mir nicht so einen feuchtigkeitsspendenden Primer drunter, weil das vielleicht ansonsten zu schwimmig wird. Als nächstes habe ich jetzt zwei neue Concealer, welche ich einmal links und einmal rechts testen möchte. Das ist einmal von Revolution, der Conceal and Define Infinite Longwear Concealer Crease Proof with Niacinamide und Infinite Coverage, also das soll unfassbar deckend sein. Den habe ich hier und das ist die Farbe C4. Das hat sich gereimt. Und auf der anderen Seite werde ich verwenden ebenfalls von Revolution Fast Base Concealer, auch in der Farbe C4, Lightweight Buildable Coverage to Conceal Dark Circles and Imperfections. Das ist dieses hier mit so einem Puffelding, die mag ich ja recht gerne. Und ja, hier sind 4,5 ml drin, hier sind 5 ml drin. Die Preise habe ich euch ja eingeblendet. Und jetzt gucken wir mal so, wie die farblich aussehen und wie die vom Finish her so sind. Als erstes nehme ich den Infinite, der verspricht 16 Stunden Tragegefühl, Tragekomfort. Kommt hier mit so einem großen Applikator, wie wir das ja auch schon von den Revolution Concealern so kennen. Ich trage mir das in 4 Punkten auf, 5 Punkten. Und arbeite das mit meinem angefeuchteten Schwämmchen einmal ein. Ich trage das auch direkt hier in meinem Innenwinkel auf und auf meinem Auge habe ich das direkt als Lidschattenbase mit dabei. Also er lässt sich schön einblenden. Das muss man wirklich sagen. Es geht relativ schnell, es geht einfach. Du hast so ein bisschen dieses klebrige Gefühl, wenn du es einarbeitest. Er deckt schon schön ab. Gefällt mir auf den ersten Blick schon mal ganz gut. Ja, gut. Dann nehme ich gleich die andere Seite vom Schwämmchen und nehme jetzt hier den Fast Base Concealer. Das Puffelschwämmchen ist voll toll. Das ist nicht zu hart. Also ich finde, das ist nicht zu hart und nicht zu weich. Also das ist härter als das von meinem Löscher, Maybelline, genau. Jetzt drehe ich mir das Produkt mal hoch. Das ist ein bisschen dunkler tatsächlich. Wenn man sich das mal so anguckt, finde ich es dunkler. Also wie gesagt, beides ist die Farbe C4. Ja, auch den finde ich schön. Fühlt sich tatsächlich etwas flüssiger an. Also du hast nicht dieses bappige Klebegefühl. Gefällt mir tatsächlich, aber nicht so gut wie der Infinite. Wir gucken mal aus der Nähe. Hier haben wir jetzt die beiden Concealer im direkten Vergleich. Hier ist der Infinite und hier ist der Fast Base Concealer. Ich muss sagen, dass der Infinite tatsächlich etwas heller ist, obwohl es ja die gleiche Farbe sein soll. Und natürlich auch eine etwas stärkere Deckkraft hat. Dafür ist es aber etwas pudriger, gleichzeitig aber auch cremiger. Fester ist es einfach vom Finish her. Und bei dem hast du eine eher leichte Deckkraft, aber dafür fühlt es sich etwas feuchtigkeitsgespendeter an. Und jo, so sehen die beiden Concealer dann im ungesetteten Zustand aus. Und ich bin wirklich gespannt, wie die sich halt auch einfach verhalten. Ob einer von beiden creased, aber aus dem ersten Impressionseindruck her, doppelt gemoppelt hält besser, finde ich den hier besser, aber beide sind okay, also beide würde ich auch weiterverwenden, definitiv, beide bleiben. Es bietet sich an, dass man den Infinite Concealer nimmt, um zum Beispiel Rötungen abzudecken. Das heißt, wenn ich hier so Rötungen habe, mache ich den hier drüber oder allgemein halt irgendwelche Imperfektionen, die man abdecken möchte, weil er halt Full Coverage ist, beziehungsweise mit einer höheren Deckkraft ausgestattet. Während der Fast Base Concealer eher feuchtigkeitsspendender wirkt, das heißt, den gebe ich mir dann auch auf trockene Rötungsstellen, also hier wirklich auf trockene Geschichten, wo Krusten sind oder so, damit das Ganze halt jetzt nicht irgendwie noch weiter ausgetrocknet oder zu sehr betont wird, sondern einfach nur ein bisschen und leicht abgedeckt wird. Ich weiß, dass man sowas halt auch nicht komplett abdecken kann, das will ich auch gar nicht, es ist einfach nur, dass ich so minimal diese ganze Geschichte verstecken möchte. Und da meine Nase nun mal sehr, sehr trocken ist, nehme ich auch hier den Fast Base Concealer, weil der einfach irgendwie feuchtigkeitsspendender zu sein scheint und gebe das hier nochmal drüber und hoffe, dass ich damit vielleicht auch so ein bisschen noch die Foundation-Katastrophe auf meiner Nase etwas retten kann. Nö, um ehrlich zu sein, nicht wirklich, ne? Aber naja, egal. Also so habe ich jetzt alles soweit in meinem Gesicht abgedeckt, was ich abdecken wollte, habe die Concealer dafür verwendet und jetzt müssen sie einfach gut performen. Jetzt werde ich mein Gesicht einmal setten. Da habe ich hier von Love das Perfectitude Shine Control Powder, Loose Powder, genau, das bin ich einfach aktuell am Aufbrauchen. Deswegen ist es hier. Aber was ich neu habe, ist tatsächlich ein Pinsel und den habe ich von Revolution Pro. Das ist der Pro 250er. Ich finde den wirklich, vielleicht so rum,
ja, ich finde den wirklich cool. Ich sehe das auch bei den amerikanischen YouTubern, dass die viel solche Pinselformen verwenden. Das ist einfach eher so ein Puderpinsel, der etwas kleiner ist, der aber irgendwie schon, ich weiß nicht, der ist so speziell. Ich finde ihn so eierförmig, so würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Und das ist für mich auch so ein schöner Puderpinsel zum Setten. Ich gehe in meinen Puder rein und witzigerweise passt der auch perfekt in dieses Pöttchen. Und sette zum einen erstmal den Concealer auf. In die Augen. Ja, ich sette mein Auge von innen und außen nicht auf. Erstmal sette ich das unter dem Auge. Ho. Ich trottel. Also dafür eignet sich dieser Pinsel wirklich perfekt. Boah, ist der schön. Das funktioniert schon mal ganz gut. Und dann sette ich einfach... Au. Ich sollte echt aufpassen, dass ich mein Auge auch mal zumache, ne? Damit sette ich jetzt einfach mal mein komplettes Gesicht. Auch gesettet machen beide Puder einen guten Eindruck. Gefällt mir auf jeden Fall. So, als nächstes habe ich mir endlich die Love und Letizia Lemark Palette geholt. Mensch, die haben so viele in die Kamera gehalten und immer wieder gesagt, dass es deren Favorite ist und hasse nicht gesehen. Blush, Bronzer, Highlighter, die muss ich jetzt auch mal austesten. Die Lady ist ein bisschen dunkler als ich, deswegen hoffe ich, dass mir das nicht zu krass sein wird. Also auf jeden Fall Blush und Bronzer, aber wir gucken uns das mal an. Sowohl Blush als auch Bronzer haben wohl irgendwie so einen leichten Schimmer mit drin und der Highlighter ist etwas güldener als das, was ich normalerweise so trage. Aber es sieht alles ganz gut pigmentiert aus und ich bin gespannt, wie sich das so auf dem Gesicht entwickelt. Den Puderpinsel hier versuche ich jetzt auch mal als Bronzerpinsel zu nehmen. Da gehe ich also erstmal hier in den Bronzer rein. Schön ist übrigens, dass hier ein Spiegel mit drin ist. Das gefällt mir. Das ist ordentlich. Und dann trage ich ihn mir auf. Ja, ein bisschen rötlich ist der. Und man sieht auf jeden Fall den Schimmer. Aber das macht einen schönen, also dezent, ne? Also das ist, du siehst jetzt keine Glitzerpartikel oder sowas. Man sieht halt so einen lebendigen Schein. Und er ist sehr stark pigmentiert, da muss ich wirklich aufpassen. Doch aber ausgeblendet sieht er schön aus. Das sieht wirklich sehr natürlich aus, sehr harmonisch und schön. Also ich musste ihn wirklich zart aufbauen, dass er halt ein natürliches Ergebnis bei mir gibt. Aber es wird wirklich schön. Es gefällt mir auch richtig gut. Und das, was ich als rötlich am Anfang empfunden habe, hat sich ganz gut mit der Haut vermischt und ist in dem Sinne gar nicht mehr so rötlich, sondern sehr harmonisch. Gefällt mir. Auch die Nase bekommt hier immer so ein bisschen Bräune von der Seite. Oh Gott, die Foundation ist gerade... Oh, oh, oh. Nicht schön auf der Nase. Also das... Oh. Guckt euch das gleich mal von nahem an. Das sieht ganz furchtbar aus. Seht ihr das auf der Nase? Da? Das sieht ganz furchtbar aus, oder? Ja, also auch der Concealer hat da nichts mehr retten können. Blushpinsel habe ich hier von Catrice einen aus der Caviar Gauche-Reihe. Und da gehe ich jetzt hier in den Blush rein. Oha. Sehr pigmentiert, aber der Pinsel ist auch recht festgebunden. Obwohl, nee. So intensiv ist der nur auch wieder nicht. Der ist schön. Der ist wirklich, wirklich schön. Hat eine schöne Farbe. Das gefällt mir gut. Das sieht sehr, sehr frisch aus, ne? Mag ich gerne leiden. Das gefällt mir wirklich gut. Auch dieser leichte Schimmer, der damit bei ist, ne? Also man sieht den kaum, wirklich, aber... Es sieht schon frisch aus, oder? Mir gefällt das. Ich finde das schön. Ich finde es richtig, richtig schön. Jetzt nehme ich noch den Highlighter, dann nehme ich jetzt auch diesen Blushpinsel, einfach die Spitze davon. Huch, okay. Nicht abklopfen, einfach drauf geben. Ah, der ist wirklich Gold. Ja, sehr dezent und für mich einfach auch zu dunkel. Nee, den mag ich nicht gerne. Wie gesagt, den Highlighter sieht man nicht wirklich. Das ist ein bisschen schade, denn Highlighter ist für mich immer tatsächlich auch ein Highlight. Und dann sollte es auch... Kapuff Kaber machen, aber Bronzer und Blush finde ich richtig schön. Nun werde ich mir die Augenbrauen machen, da habe ich aber keine Produkte, die ich jetzt so neu habe. Dann nehme ich einfach hier von Delilah Brow Groom. Das ist so ein, Augenbrauenstift und den Benefit 24 Hours Brow Setter. Ja, seit längerer Zeit hat es jetzt einigermaßen mal wieder endlich funktioniert, dass ich mit diesem Augenbrauenstift meine Augenbrauen wieder halbwegs ordentlich hinkriege. Irgendwie, weiß ich nicht, hier ist es auch so ein bisschen merkwürdig geworden, aber egal. So, Lidschattenprimer mache ich mir drauf. Ich habe eigentlich jetzt Concealer und Puder auf meiner Lider drauf gemacht, aber egal. Primer Potion von Urban Decay, weil wenn ich die sonst immer drauf mache und jetzt nicht... Und jetzt die Lidschatten sich anders verhalten, wäre das irgendwie doof, oder?
Die absolut süße Lidschattenpalette, die ich jetzt verwenden möchte und die es auch in diesem Video zu gewinnen gibt, ist von I Heart Revolution, die Mini Tasty Avocado Palette. Süß, oder? Ach, ich finde das total knuffig, dass man hier halt dieses... Oh. Dieser Avocado einfach drauf hat. Ich fand's niedlich. Da hast du 8 ziemlich coole Töne drin. Und da bin ich einfach gespannt, wie sie so performen werden. Wird challenging. Also ich muss meinen Primer gleich mal irgendwie auch anderweitig setten, weil hiermit wird's nicht funktionieren. Also I Heart Revolution, das sind einfach heftige Pigmentierungen. Wow. Wow, dieses Matte sogar. Oh. Erste Reihe. Wow. Diese Schimmertöne, die fühlen sich super, super samtig an. Super sanft. Das sind hier die aus der zweiten Reihe. Und die haben auch irgendwas Öliges mit drin. Es fühlt sich einfach richtig schön an. Huh, wie das changiert. Na, damit einen schönen Sommerlook? Ja, 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 ja. Frühlingssommerlook irgendwie so. Warum zieht sich das draußen jetzt zu? Ich wollte doch gleich spazieren gehen. Das ist aber frech. Mensch. Ich meine, lichttechnisch hier für euch ist es besser, aber ich wollte spazieren gehen, Leute. So, mit dem Puder werde ich jetzt meinen Primer, wie gesagt, setten auf dem Lid. Übrigens ist der Infinite Concealer etwas gecreased. Und der hier minimal abgesetzt, aber nicht so intensiv, wie das bei dem hier ist. Gefallen mir aber beide noch gut. Ich gebe mir zuerst dieses Grün hier als Basiston auf mein Lid, also mein bewegliches Lid. Ich gehe da mit einem Blendepinsel rein. Ja, du hast hier nicht so viel zur Auswahl. Also was matte Töne angeht. Ne? Du hast 3 matte Töne, da ist dann recht schnell vorgegeben, was man mit den matten Tönen so für einen Look schminkt. Ich blende den auch vorsichtig ein bisschen noch nach oben hoch, aber da kommt gleich noch was drüber, sodass man da halt, ja, das dann quasi als Übergang, wie auch immer, sieht. Aber den blende ich hier mal schön aus. Es wird so ein richtig schöner Avocado-Look, ein schöner Frosch-Look. Das passt ganz gut, denn wir haben heute gesehen, dass wir ganz viele Kaulquappen bei uns im Teich haben. Das habe ich auch direkt auf Instagram gepostet. Wenn du sowas mitkriegen möchtest, dann folg mir da gerne. Da poste ich auch gerne mal Sachen bei uns aus dem Garten. Ich möchte das eigentlich nicht zu dunkel haben oben. Aber ich nehme trotzdem dieses Braun ganz, ganz vorsichtig. Dipp da wirklich nur ganz leicht rein, um mir das so ein bisschen als Vertiefung in die Lidfalte zu geben. Beziehungsweise bei mir einfach nur ein bisschen höher gesetzt als die Lidfalte. Und blende das dann auch direkt aus. Jetzt gebe ich mir hier außen dieses Dunkelgrün auch noch ein bisschen auf. Auch da wirklich nur einmal kurz reingepatscht. Abklopfen. Und ins äußere V. Das wirklich ganz leicht, halt hier auch nur mit dem Blendepinsel, mit einer ganz, ganz leichten Hand. Und das blende ich dann auch so ein bisschen noch mit in diese Lidfaltengeschichte mit rein. Das ist einfach nur so ein bisschen, um das Außen so ein bisschen abzudunkeln. Fallout mache ich hier mit dem Pinsel mal weg, mit dem ich eben hier auch gesettet habe. Jetzt habe ich hier die Schimmertöne, die ich ja wirklich ultra schön finde. Dieser Ton hier würde jetzt perfekt zu meinem Oberteil passen. Mein Oberteil kann ich dir auch mal in der Infobox verlinken. Das ist so ein Federding. Also Federoptik, ne? Total bequem. Habe ich, glaube ich, mal bei Amazon oder so bestellt. Das heißt, den möchte ich mir aufgeben und deswegen nehme ich den jetzt einfach mit dem Finger auf und gebe mir den auf mein komplettes bewegliches Lid. Ist schön, haut mich aber nicht um, muss ich gestehen, weil er mir dann doch etwas zu dunkel ist tatsächlich. Dann nehme ich mir jetzt diesen ganz, ganz hellen Ton auf. Den nehme ich aber mit so einem kleinen Mini-Smudger-Pinsel auf. Gebe ich tatsächlich drüber, weil ich den Ton etwas heller haben möchte. Also hier in dem Innenwinkel. Ah, lässt sich nicht so schön mit dem Pinsel aufnehmen. Ist auf jeden Fall ein bisschen spezieller. Und irgendwie hat der Look was. Jetzt möchte ich mir aber dennoch außen noch irgendwie was aufgeben, was das Ganze noch etwas abdunkelt. Und dann nehme ich mir jetzt hier einfach diesen dunklen grünen Ton. Der passt auch sehr, sehr schön zu dem matten grünen Ton. Und macht das Ganze sehr harmonisch. Das gefällt mir. Ich blende das auch so ein bisschen über dem anderen grünen Ton noch drüber, bis der sich mit diesem hellen Ton trifft quasi. Dann mache ich den Smudger-Pinsel jetzt mal in dem Handtuch sauber, was sich neben mir befindet. Und dann gebe ich mir einfach diesen dunklen Braunton an die untere Wasserlinie. Ich betone meine untere Wasserlinie ja immer nicht so intensiv, deswegen mache ich das wirklich sehr, sehr soft. Und das wäre jetzt der Look mit der Palette, beziehungsweise ich mache mir jetzt noch eben das Augenbrauen-Highlight. Da gehe ich auch wieder in diesen hellen Schimmerton
einmal so durchgestriffen, ne? Setze mir das hier sehr, sehr nah an den Augenbrauenbogen. Und das ist jetzt der fertige Augenlook mit der Avocado-Palette. Froschkönigin-Style, ne? So, dann kommt noch dieser Stift hier. Was ist das? Catrice Allround Beautifying Gedönsen an meine untere Wasserlinie. Fixe Trixie von Mrs. Rosarot kommt auf mein Gesicht als Fixier Setting End. Alles miteinander verbinden Spray. Einwappen. Wie schön dieses Schwämmchen jetzt zum Augenlook passt. Kann das wohl sein, dass das Setting Spray die Nasengeschichte gerettet hat? Sieht auf jeden Fall besser aus, oder? Eyeliner. Wimperncurl. Mascara. Lippenstift. Ein Lipliner wäre von Vorteil gewesen, aber das ist der fertige Look, Leute. Ich quetsche mich in dieses winzig kleine Display rein und wir zoomen mal raus. Hier nochmal im Kompletten, der fertige Look gefällt mir richtig gut. Postbote ist da. Yay, was der wohl bringt. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreib einfach einen Kommentar, wo du den Kommentar mit dem Buchstaben G beginnst. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!